Schwestern und die Ärzte sind bestimmt sehr nett. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Aber sie machen ein Loch in meinen Kopf. Es liegt nicht alleine in der Macht der Ärzte, ob Thierry diese Operation überleben wird. Polizei! Komm, Freundchen, keine Dummheiten. Na los! Ich habe mit dem nichts zu tun. Wenn Anna unseren Rap hört, dann begreift sie endlich, dass Nick sie nur ausgenutzt und verarscht hat. Anna, es ging nicht gegen dich. Nicht gegen mich? Natürlich ging es gegen mich! Anna, bitte. Scheiße. Das hast du falsch verstanden. Das war wirklich nicht gegen dich. Natürlich war es nicht gegen mich. War ja nur mein blödes Gedicht. Ihr seid sowas von gemein. Mein Gedicht vor allen Leuten sonst. Anna, bitte, hast du dir schon mal überlegt, wo wir das Gedicht überhaupt herhaben? Nick hat dein Gedicht überall rumgezeigt. So ein Quatsch. Anna, kapier doch endlich. Nick macht dir bloß was vor. Ihr seid doch nur neidisch, dass ich ihn gekriegt habe und nicht ihr. Oh Gott. Der Typ macht nur Spielchen, der baggert alle Mädchen an. Wir wollten Nick auflaufen lassen, zeigen, wie link er mit deinen Gefühlen umgeht. Meine Gefühle gehen euch einen Scheißdreck an! Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Anna! Lass sie erst mal runterkommen. Hi. Ich suche meine Freundin. Kennt ihr die vielleicht? Man, jetzt schaut euch das Bild doch mal an hier. Ich kenne hier keinen. Mann, ich bin nicht von den Bullen. Ich suche meine Freundin, okay? Ey, jetzt verpiss dich endlich. Nach der Operation merkt er doch sofort, dass die Socken nicht zum T-Shirt passen. Mit meinem Thierry kriege ich nur Ärger, wenn die Sachen nicht kreischbunt sind. Schlafe ich lange in der Operation? Du machst die Augen zu und dann wieder auf. Und schwuppdiwupp ist alles vorbei. Und wenn du dann wieder raus darfst, dann ist auch Andreas' Wohnung aufgeräumt. Hey, meine Wohnung ist ordentlich. Glaub ihr kein Wort. Es ist das größte Chaos, das ich je gesehen habe. Echt? Quatsch. Du bist doch nach der Operation auch da. Natürlich bin ich da. Sobald du deine Augen aufmachst. Dann sehe ich ja endlich deine blonden Haare. Du willst es einfach nicht glauben, was? Ich bin nicht blond. Kleiner Dickkopf. Hallo. Hallo. Hi. Ich habe gerade mit Professor Bernheim gesprochen. Das ist der Arzt, der dich gleich operieren wird. Tu sais, il est super médecin. Ah ouais? Ah ouais. Und er hat gesagt, dass du ganz bestimmt bald wiedersehen kannst. Ja, ich will alles wiedersehen können, besonders das Flugzeug. Meine Freundin. Kennt ihr die vielleicht? Geh doch zum Football. Ich würde gerne wissen, ob ihr die heute gesehen habt. Mann, kannst du oder willst du es nicht kapieren? Du nervst. Lass uns abhauen.
Entschuldige, dass ich existiere. Blödes Arschloch. Charlie? Hey, Pitt? Hey, Alter. Hi. Grüß dich, ja? Ich dachte, du wärst schon eine ganze Weile clean, Mann. Ja, bin ich auch, klar. Was machst du denn hier? Kennst du die vielleicht? Arbeitest du jetzt für die Bullen? Nee, das ist meine Freundin. Ich such die. Ich weiß nicht. Pitt! Hör mal! Du weißt doch was. Ich will keinen Ärger, Mann. Pitt, du kriegst keinen Ärger, okay? Also. Okay. Weil du mein Freund bist. Ja. Und? Ich hab sie gestern gesehen. Die war voll auf Turkey, Mann. Scheiße, die lief rum wie aufgezogen. Ja, und weiter? Ja, die ist bei dem Ringo gelandet. Vorletzter Typ. Ich weiß, ob den kennst du. An dem kommst du nicht vorbei. Wo finde ich diesen Ringo? Ich weiß nicht. Pitt! Und du bist echt nicht? Nein, ich muss meine Freundin finden, unbedingt, okay? Wahre Liebe, hä? Pitt, weißt du, wo dieser Ringo ist oder weißt du es nicht? Zuerst die Adresse. Natürlich haben wir Anna erklärt, was sie damit wollten. Sie hat's absolut in den falschen Hals gekriegt. Mann, der Schuss ging von hinten los. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, ihr es auf die Tourbahn zu bringen. Wieso? Hätten wir eine Moralpredigt halten sollen? Dann hätte sie uns bestimmt geglaubt, klar. So ein Mist. Guten Tag. Euer Song gestern, Gratulation. Ihr habt Anna echt in Grund und Boden blamiert. Spitzenleistung. Wenn du das sagst. Einfach geschmacklos war das. Wie kannst du Annas Gedicht vor Tausenden von Leuten einfach so in den Schmutz ziehen? Echt super. Ausgerechnet du sagst, das wäre geschmacklos. Meinst du, wenn du Annas Gedicht überall rumzeigst und dich drüber lustig machst, das wäre nicht geschmacklos? Ein Gedicht, was Anna für dich geschrieben hat. Moment, Moment. Ich habe das Gedicht Olli gezeigt und sonst überhaupt keinem. Und danach lässt du es einfach so rumliegen. Ja Gott, Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Eben. Weil es dir nichts, aber auch gar nichts bedeutet. Genauso wie dir eigentlich auch Anna total egal ist. Hey, was soll das eigentlich? Anna und ich, wir kommen einfach gut zusammen aus. Jetzt mach mal einen Punkt, Nick. Du hast bisher doch noch jedem erzählt, wie es dich nervt, dass Anna nicht verknallt ist. Sag mal, spinnst du? Deshalb kann ich sie doch trotzdem mögen. Ich find's aber auch nicht okay, was du mit Anna machst. Verdammt, wie oft soll ich's noch sagen? Ich mag Anna, okay? Du tust dir weh. Du hast sie angebaggert und jetzt glaubt sie, dass du es ernst meinst. Tust aber nicht. Anna und ich, wir hatten einfach nur viel Spaß zusammen. Das war alles. Und ich dachte, Anna würde das cool und locker sehen. Tut sie aber nicht. Sie braucht jemanden, der sie liebt. Und jetzt meint sie, dass du es bist. Na, das habe ich auch schon gemerkt. Nick, Frauen sind kein Spielzeug. Und für sowas ist Anna zu schade, ja? Du hast recht. Sehe ich genauso. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wissen Sie, was hier in der Wohnung los war? Riesenpolizeiaufgebot. Die haben den Kerl verhaftet. Echt? Keine Ahnung, warum Sie den mitgenommen haben. Kennen Sie den Mann? Nein, aber ich suche meine Freundin. Und jemand hat mir erzählt, dass sie hier ist. Ich habe ja nicht viel mitgekriegt, aber... ist das so eine kleine, dunkelhaarige? Ja, genau. Ja, die hat die Polizei auch mitgenommen. Herr Dr. Lechner, bitte dringend in den Besprechungsraum. Herr Dr. Lechner, bitte dringend in den Besprechungsraum. Gott, das dauert ja eine Ewigkeit. Und die ist da nicht schiefgegangen. Solche Operationen dauern eben ziemlich lange. Du hast recht, man muss einfach Geduld haben. Schwester, können Sie uns was über die Operation sagen? Der kleine Junge aus Kamerun? Ja, Professor Bernheim operiert ihn. Er operiert noch. Es wird noch dauern. Ja, und ist alles in Ordnung? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Tut mir leid.
Ich werde noch wahnsinnig. Andrea, bleib jetzt ruhig. Du kannst ja hier jetzt sowieso nichts tun. Ich mach dich nervös, oder? Vielleicht ist es besser, ich gehe jetzt in den Laden. Ich rufe dich an, sobald ich was weiß. Hey, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es war total blöd von mir, dein Gedicht einfach so rumliegen zu lassen. Sorry. Das Gedicht war für dich und für sonst keinen. Ja, ich weiß. Es tut mir ja auch leid, wirklich. Die anderen haben mir erzählt, du hast das Gedicht überall rumgezeigt und dich drüber lustig gemacht. Nein. Nein, es stimmt wirklich nicht. Ich hab's nur rumliegen lassen, das war alles. Trotzdem, wäre es deins gewesen, ich hätte es nicht gemacht. Ja, aber sag mal, so ernst war das doch auch nicht gemeint mit dem Gedicht. Wie meinst du das? Ja, du weißt schon, ich fühle mich wie im siebten Himmel und so weiter. Das hört sich an wie ein Schlagertext. Aber nicht wirklich ernst gemeint. Ich bin eben nicht so ein super Dichter wie du. Aber was eigentlich rüberkommen sollte, hast du schon kapiert, oder? Ich denke schon. Wir verstehen uns ja auch echt super. Ja, finde ich auch. Passen echt gut zusammen. Anna, weißt du, Anna, ich muss dir was sagen. Ich. Ja, sag's. Ach, weißt du, ich weiß doch auch nicht. Ich verstehe wegen Leuten hier. Nein, das ist es nicht. Es ist bloß. Ist schon okay. Ich verzeih dir. Bevor du dir hier noch weiter einen abbrichst. Komm. Ist Doro da? Doro? Nee. Ist was passiert? Du warst gestern Nacht zusammen mit einem Dealer verhaftet. Ich war gerade bei den Bullen. Verhaftet? Ja. Ich geh wieder. Warte mal. Sag mal, wann hast du das letzte Mal was Richtiges gegessen? Weiß nicht, gestern, vorgestern? Hm. Dann setzt du dich jetzt erstmal hin und isst eine Kleinigkeit. Die Zeit muss sein. Na, du hast recht. Eigentlich habe ich schon richtig Magenweh. Hier, ich habe gerade Brote gemacht. Cool. Was ist jetzt mit Doro? Na, wie gesagt, sie haben sie gestern zusammen mit dem Dealer Hopp genommen. Dealer haben sie gleich eingebuchtet, weil er Stoff dabei hat. Und Doro? Doro haben sie wieder laufen lassen. Die hätten sie ruhig mal da behalten können. Dann hätte sie den Entzug vielleicht geschafft. Und du könntest mal wieder normal leben. Ja, ich habe auch schon überlegt. Wenn Doro im Knast wäre, dann könnte sie sich keinen Stoff mehr besorgen. Ich nehme nur zwei mit, ja? Ja. Ich muss Doro unbedingt finden, sonst macht sie nur irgendwo Scheiß. Meinst du, sie ist auch mit dem Zeug voll? Ja, natürlich. Meinst du, sie hätten sie sonst bei einem Dealer gefunden? Viel Glück. Gelaufen. Nachdem, wie es sich selbst zu beurteilen ist, ganz gut, ja. Wird Thierry wieder sehen können? Und
könnten Sie transnasal resezieren? Nein, leider nicht. Sie kennen ja die MR-Befunde. Danach mussten wir von einer supratentorellen Ausdehnung ausgehen. Also haben wir temporal kraniotomiert. Aber Sie konnten den Tumor ganz entfernen? Ich glaube schon. Jedenfalls ließ sich das Chiasma gut darstellen. Und glauben Sie, dass er seinen vollen Visus wiederhaben wird? Wenn ich die Herren mal kurz unterbrechen darf. Kann mir das vielleicht jemand so erklären, dass ich es auch verstehe? Ich habe Ihrem Bruder nur gesagt, dass wir leider nicht wie geplant durch die Nase an den Tumor herankonnten. Ja, und was heißt das? Bekommt Thierry sein Auge nicht zurück oder nicht? Wir konnten den Tumor komplett entfernen. Also wird er wieder sehen können? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich? Nach dem klinischen Bild, ja. Aber wir müssen erst mal warten, bis er wieder wach ist. Ich mag sie wirklich. Ja, so wie du alles magst, was sich die Nase pudert und mit den Wimpern klimpert. Du hast doch keine Ahnung. Anna kann so süß sein. Und so naiv, verstehst du? Also auf die nette Art und Weise naiv. Ja, okay, manchmal nervt sie und verplant mich ein bisschen. Ja, siehst du? Und das schmeckt dir nicht. Und genau das ist der Punkt, weshalb du sie nicht verfallen ist. Tu ich doch. Ich brauche nur ein bisschen meine Freiheit, das ist alles. Und wenn bei ihr der erste Liebesrausch verflogen ist, dann hört sie auch auf mit dem Klammern. Jetzt mach mal die Bremse. Das Einzige, was du willst, ist ab und zu mal locker mit ihr ins Bett. Sag mal, verstehst du es eigentlich nicht? Ich finde sie von Mal zu Mal süßer. Da läuft echt was bei mir. Ach, Tobi, das ist doch bei jeder Liebe am Anfang so. Da sind nie beide genau auf dem gleichen Gefühlslevel, verstehst du? Das braucht Zeit. Das dauert, aber das kommt hundertprozentig, ich fühle sowas. Ich wollte mich da echt nicht einmischen, Entschuldigung. Geht mich auch gar nichts an, ist deine Sache. Ich will nur nicht, dass ihr mich alle vor den Arsch haltet. Tut doch keiner. Wir machen uns einfach nur ein bisschen Sorgen, dass Anna sich mal wieder gewaltig in die Nesseln setzt. Wird nicht passieren, ich schwör's dir. Wahrscheinlich ist es auch für mich besser, wenn ich mich endlich mal auf was Festes einlasse. Und ich mag sie echt. Au. Nichts passiert, junger Mann. Wir sind gleich soweit. Bist du Andrea? Ja. Gott sei Dank. Janet. Hallo. Du siehst genauso aus, wie ich gedacht habe. Ja, obwohl ich keine blonden Haare habe. Blaue Augen auch nicht. Thank you.
anrufen. Ich bin gleich wieder da. Was machst denn du? Achte nur. Mach doch den Vorhang ganz zu. Oder willst du den Nachbarn eine Show bieten? Bist du verrückt? Und jetzt? Licht aus. Wow. Wenn du mehr sehen willst, liegt das bei dir. Ich schließe nur noch kurz die Tür ab. Obwohl, vielleicht sollten wir den Nachbarn doch eine Chance geben. Wenn du meinst. Die Lady will also eine Show, ja? Warum nicht? Die kannst du haben. Lass mich. Ich kann nicht mehr. Nimm deine Hand daraus. Hau ab! Doro, bitte. Hau ab, habe ich gesagt! Tödliche Ironie des Schicksals. Erwischt es jetzt ausgerechnet Charlie, den Retter in der Not? Oder gibt es noch Hilfe für Charlie? Im nächsten Marienhof. Marienhof-Fans, aufgepasst! Das offizielle Magazin zur Serie. Jetzt im Handel.